Ее партнером есть Наталья. Наталья, я вас добавляю. Ja, hallo, guten Morgen. Ich heiße Natalia. Ich wohne in Moskau. Meine Stärke sind Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Ich bin eine treue Frau. Ich habe Humor und ich finde, das ist sehr gut, wenn Männer haben auch Humor. Das geht alles leichter, wenn man Humor hat. Ich mache Sport zweimal oder dreimal pro Woche. Ich gehe ins Fitnessstudio und ich gehe auch gerne ins Schwimmbad. Momentan, ab nächster Woche, möchte ich einen Online-Kurs machen mit Zumba und genauso ich trainiere mich auch online. Mir gefallen auch Tanzen und Singen. Ich bin Frau, welche mag Bewegung. Ich kann nicht sitzen ohne Bewegung und so, das ist für mich schwierig. Ich bin eine emotionelle Frau und genauso mag ich emotionelle Männer. Ja? Ich stricke gern, das ist auch mein Hobby. Sehen Sie bitte, was ich habe selber gestrickt und das ich kann immer benutzen. Wenn ich gehe auf die Straße, das sieht sehr modern und sehr gut. Ich bin auch zielstrebige Frau. Ich habe in meinem Leben sehr viel gelernt. Ich habe ein Studium gemacht und nicht nur ein, ich habe 8 Diplomen. Erste mein Diplomen, ich habe 6 Jahre in der Akademie für Tourismus gelernt. Abschluss habe ich Tourismusmanager. Aber ich habe nicht einen Tag gearbeitet, weil ich bin nach Deutschland umgezogen und so habe keine Erfahrung. In Deutschland habe ich Erfahrung genommen und als Floristin, ja, weil ich habe in Moskau auch dafür 10 Jahre als Floristin gearbeitet. So, ich mag Blümchen. Ich mag kreative Farben. Für mich gefällt immer schöne Farben. Zum Beispiel, ich trage immer rose Farbe. Etwas, was ist lustig, ja, und nicht so langweilig. So, das ist mein Hobby, Floristik, weil ich mag das. Ich mag Blumensträußchen. Ich kann auch sehr schön im Garten alles machen. Momentan lebe ich in Moskau, aber ich habe schon gesagt, ich habe 6 Jahre in Deutschland gelebt. Dorthin habe ich Deutsch gelernt und Führerschein gemacht und ein bisschen Praktikum gemacht und habe auch ein bisschen gearbeitet. Ja? Ja, und so, ich mag Deutschland, ich mag deutsche Sprache. Schon lange Zeit, ich habe Zertifikat B2 gemacht, aber ich möchte, das ist meine Pläne, irgendwann machen C1 und mein Deutsch verbessern, ja. Ich mag Tiere sehr, aber zu Hause, ich habe keine Tiere, weil ich wohne in der Wohnung, ja, so ich habe keine Möglichkeiten dafür. Ich rauche nicht und trinke nicht, ja, und so, das ist meine Wünsche, dass man raucht auch nicht, weil das ich finde nicht so wird angenehm, wenn Frau raucht nicht und Mann muss auch nicht rauchen. Ich bin sehr positive Frau. Ich habe immer Lust. Ich mache immer Witze, ja, und so mit mir wird nicht so schwierig und das ist nicht schwierig zum Leben, ja, und so, ich habe wirklich guten Charakter und gute Laune und für mich am meisten kommt gute Energie, ja, ich bin nicht ruhig, ich bin nicht unruhig, aber das ist etwas Mittel, ja. Was kann ich noch sagen? Ich möchte mich immer verbessern, jetzt mache ich eine Kurse, ich möchte bringen für deutsche Menschen eine russische Sprache, so, bald ich bekomme noch ein 9. Zertifikat, dass ich kann als russische Lehrerin arbeiten. So, ich habe so viele Ideen in meinem Leben. Ich mache für mich Pläne, ich mache für mich Ziele und hoffentlich in einem Tag ich bekomme alles, über was ich wünsche. Natalia, Sie haben gesagt, Sie haben 8 Zertifikate, also ja. Das war Tourismus, also Reisekauf, ja. Dann war Floristin, was war noch? Ich bin Deutschlehrerin. Deutschlehrer?
Psychologin, ich bin Psychologin, ich kann arbeiten, ich habe Diplome als Lehrerin für Grundschule und ja, für Grundschule und jetzt werde ich haben, ich bin erst mein Diplom, ich bin Verkäuferin, ich habe auch als Verkäuferin gearbeitet, das hat auch für mich Spaß gemacht, ja, aber letzte Mal, ich mache deutsche Kurse für Anfang, ich mache und ich habe schon gute Ergebnisse bekommen, meine Schülerin, vier, sie haben sehr gut Zertifikate genommen, A1 in Moskau, Goethe-Institut, sie haben sehr gute Ergebnisse bekommen. Und das, ich habe auch Erfahrung gehabt, ich habe einen Mann aus Österreich, ich habe für ihn russische Sprache beigebracht, aber das war schon lange Zeit, weil ich bin nur aus Deutschland nach Moskau gekommen. Ja? So, ich habe immer Ziele und vielleicht das ist noch nicht, ich gehe weiter und ich möchte zum Beispiel selber bekommen Zertifikat als Maniküre machen, weil ich mache Kreativität und für mich das gefällt etwas alles mit Kunst, was geht. Ja, so ich möchte viel machen ja, und lernen. Ja. Natalia, ich hab eine Frage für Sie bekommen. Kalle fragt, wie alt darf der Mann sein? Das ist auch, ich finde, das ist schon eine gute Frage. Ja? Ich bin 41 Jahre und ich denke, das ist Grenze bis 52. Normalerweise, ich möchte finden, in meinem Alter 5 Jahre, das ist okay, Unterschied, aber maximal 52 Jahre. Okay. Und welche Charaktereigenschaften schätzen Sie einen Mann? Also was erwarten Sie eigentlich von dem Mann? Was einen Mann wollen Sie kennenlernen? Ja, ich möchte, das ist für mich wichtige Ehrlichkeit. Das steht auf erstem Platz. Ehrlichkeit, dann man muss sehr treu sein. Ja, weil ich bin sehr treue Frau. So, ich erwarte auch für Männer genauso. Ja, klar, nicht rauchende Mann, sportliche Mann, mit guter Laune. Er mag auch Menschen. Dass er kann immer Lächeln geben. Ja, und mit schwierigen Charakter. Ja, wer hat zum Beispiel Aggression, wer möchte trinken und so weiter, ja, und andere Frauen im Internet zuschauen. Ich bin im April geboren und mein Jahr auch wieder so, dass mit mir das geht nicht, ja. Oder ich oder andere Frau. Andere Möglichkeiten gibt es nicht in meinem Leben, leider. Das war genau, also Martin hat gefragt, was sind die No-Gos? Also Martin, No-Gos sind keine anderen Frauen, also keine anderen Frauen werden akzeptiert. Natalia, Jörg fragt, mögen Sie tanzen? Ja, ich mag sehr tanzen. Ich habe schon einmal erzählt, ich war in 2 Jahren, ich war in Ägypten, das war schon lange Zeit, 5-mal. Und dorthin habe mit italienischen Lehrerin, habe ich Salsa, Bachata, alles gelernt. Und jeden Tag, während 14 Tage, ich habe 2-mal pro Tag am Strand getanzt. So, ich bin plastische Frau, ich mag Musik und so, ich tanze sehr gern. Ich kann verschiedene Richtungen tanzen. Ich habe so viel getanzt in mein Leben auf den Disco, so ich bin Frau, jetzt ich kann nicht zum Beispiel auf dem Disco gehen jetzt, aber ich fühle mich sehr gut, ich mag Konzerte, ich mag Popmusik, zum Beispiel ich mag sehr Eros Ramazzotti, er ist so romantisch, weil ich bin sehr romantische Frau, ich mag das zum Beispiel Kerzchen, so das ist für mich gefällt alles, wenn man bringt Blümchen oder etwas. Das muss nicht, zum Beispiel Blümchen muss nicht so teuer kosten, ja, das muss nicht sein 100 Rosen, aber ich finde auch romantisch, wenn er bringt 3 Rosen oder 1 Rose, ja, aber wie er vorstellt sich, ja, zum Beispiel kann eine Praline wie Herz machen, das muss man nicht so viel ausgegeben als Geld, aber ein bisschen beobachten für Frauen, das ist wichtig, das fällt jetzt, ja, zum Beispiel gute Wörter sagen, Komplimenten sagen, das ist so einfach und kann man machen und dann er bekommt alles zurück, wenn er gibt, er bekommt alles zurück und so, das finde ich wichtig und mit das kann alles gut leben, ja.
Genau das habe ich bei dem letzten Webinar den Männern gesagt. Also ich bezweifle wirklich bei manchen Menschen, wenn jemand moralisch geizig ist, er kann auch finanziell nicht großzügig sein. Und umgekehrt, einer, der wirklich jeden Euro 10-mal umdreht, ob ich eine Blume kaufe oder nicht, ich kann mir wirklich kaum vorstellen, dass dieser finanziell wirklich geizige Mensch moralisch großzügig werden kann. Das passt nicht zusammen. Entweder man gibt oder man gibt nicht. Es gibt nichts, ja, okay, hier gebe ich und das gebe ich nicht. Das passt nicht. Die Frage von Markus, Natalia, können Sie sich noch ein Kind vorstellen? Oder beziehungsweise wollen Sie noch ein Kind? Ja, wissen Sie was, ich kann, aber ich kann nicht sagen, ja, ich mag. Wir müssen sehen, was gibt für uns Gott. Ja? Wir können planen, aber vielleicht bekommen keine Pläne. Und Frau muss auch passenden Mann finden, das muss alles klappen. Ja? Das ist nicht nur Wünsche. Normalerweise ich bin nicht noch so alt. Ich habe immer Bewegung, ich habe immer Energie und so. Wir müssen geben, was gibt für uns Gott. Ja? Ich habe ein Kind und so, ich kann mich vorstellen, weil ich bin gute Mama, alles und so, ich kann mich vorstellen. Aber muss nur glauben, was gibt für uns. Das bedeutet, Sie sind gottgläubig. Ja, ich bin gottgläubig, ja. Ich gehe ab und zu in der Kirche, aber nicht zum Beispiel jede Woche, aber einmal in 6 Monate. Und ich glaube an Gott, ja, ich habe selber ein Kreuz, ich trage das so. Aber nicht so besonders, dass zum Beispiel meine Wohnung alles steht mit in Kerzen. Nein, ich bin ich glaube an Gott, ja. Da hat ein Mann, ich denke Jörg war das, er hat gefragt, er hat nicht verstanden, was Sie von Sternzeichen. Ich bin im April geboren, so ich bin wieder. In April, ja, und mein Jahr ist genau so, ich bin 41 Jahre, so ich bin zweimal wieder, ja. Das bedeutet, ich bin zielstrebige Frau, wenn ich möchte etwas bekommen, ich bekomme, ja. So, aber das bedeutet nicht, dass ich mache mit Füßen, ich mache immer alles korrekt und ich mache, was ich kann machen. Ich weiß, dass höher als Kopf kann man nicht springen, so. Okay. Ja, als Kopf kann man nicht springen. Natalia, vielen Dank. Unsere Zeit ist leider aus. Also ich möchte ganz gern fortsetzen, aber leider müssen wir Schluss machen. Vielen, vielen Dank. Also, vielen Dank, ja. Also es war ganz gern. Also nächstes Mal können Sie uns über Ihre andere 4 Zertifikate erzählen. Sie haben noch nicht alle Ihre Geschichten erzählt. Also dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, schönen Sonntag und